and totally illegitimate. Hat aber auch ehrlich gesagt nichts viel davon, hier jetzt die Systemfragen zu stellen und quasi die Botschaft zu verbreiten, wirksamer Klimaschutz findet erst statt, wenn der Kapitalismus überwunden ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es inhaltlich gerechtfertigt ist. Es ist ohne weiteres denkbar, dass ein kapitalistisches Wirtschaftssystem weitaus weniger Emissionen verursacht als das heutige. Es ist auch ohne weiteres denkbar, dass ein nicht kapitalistisches Industriesystem viel mehr Emissionen verursacht. Das beste Beispiel ist ja die DDR mit einem Pro-Kopf-Emissionsniveau auf der Höhe der USA. Interessanterweise war es ja nicht die Einführung des Kapitalismus, sondern das Zusammenbrechen des Wirtschaftswachstums. In der Ex-Sowjetunion ist die Wirtschaft 40% geschrumpft und witzigerweise sind die Emissionen 40% geschrumpft. Das heißt, das, wo wir tatsächlich wissen, dass es Emissionsreduktionen gibt, das ist, Emissionsreduktionen werden durch Reduktionen von Wirtschaftswachstum produziert. Das sind Dinge, die jetzt sozusagen zwar schon verwirklichbar sind, aber innerhalb des Systems, über das System hinausweisen und auch die im Kämpfen dafür auch unsere Kraft erhöhen, weitere Strukturforderungen durchzusetzen. Also nicht einfach sagen, Systemfrage stellen, das ist nicht einfach nur, was uns dann in die Ecke stellen, sagen wir Kapitalismus abschaffen, bis dahin können wir nichts tun. Wenn ich sage, wir wollen einen klimagerechten Energiesektor ohne Kohle, ohne eine Renaissance von Atomkraft und mit einem dezentralisierten, vergesellschafteten erneuerbaren Energiesektor, ist es zwar eine ambitionierte Strategie, aber eine, die nicht einfach nur sagt, Kapitalismus abschaffen und bis dahin nichts machen. Das heißt, wir müssen auf die Frage des Wachstums gucken. Der globale wirtschaftliche Strukturwandel, von dem du redest, muss die Abkehr von einer Wachstumsökonomie sein. Ich bin anderer Meinung. Und zwar behaupte ich, also du bringst mich sogar so weit, fürs Wachstum zu reden. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung auch, dass es langfristig das nicht geht, sinkender Ressourcenverbrauch bei Wirtschaftswachstum, das geht nicht so. Wo ich finde, dass es irgendwie zu weit geht, ist zu behaupten, dass das prinzipiell nie und immer möglich ist. Ich glaube, dass man kurzfristig, also auf die nächsten 10 bis 20 Jahre hin, wenn man massiv in erneuerbare Energien, öffentliche Nahverkehr und so weiter investiert, schon auf eine gewisse Art und Weise sinkenden Ressourcenverbrauch hat und Wirtschaftswachstum. Beziehungsweise, wenn man in diese Bereiche investiert, dann wird man Wirtschaftswachstum bekommen, ob man es will oder nicht. So, und das heißt nicht, dass das langfristig immer so weitergeht, aber ich finde es falsch, jetzt alle Versuche sozusagen zu verdammen und zu sagen, ja, das ist alles kapitalistische Wachstumslogik. Denn letztendlich, glaube ich, ist es schon auch so, dass es ein bisschen die Zeit davon läuft. Und ich schon auch glaube, so sehr ich das auch kritisch sehe, dass mehr und mehr Unternehmen halt auf diesen erneuerbaren Energienzug aufspringen, dass ich auf der anderen Seite auch glaube, dass wir solche Dynamiken nutzen müssen, wenn wir das in der gegebenen Zeit irgendwie hinbekommen wollen. So, ich finde es ein bisschen zu einfach, diese platte Wachstumskritik. Was die Frage des Wachstums betrifft, da brauchen wir eine Strategie und da geht es darum, Energie einzusparen, Energieeffizienz, und da könnten wir gucken, dass wir in Fragen Energieeffizienzverordnung weiterkommen. Selbst das will die Wirtschaft ja nicht, und ich sage mal, das ist jetzt nicht so revolutionär, dass die Wirtschaft mehr breite gehen würde, sondern das würde auch Innovationen fordern, auch das wollen sie nicht. Entscheidend ist ja jetzt weniger das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes aus ökologischer Sicht jedenfalls, sondern entscheidend ist das Wachstum von Energie- und Ressourcenverbrauch. Ja. Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Wenn ich mir die Haare schneiden lasse von meiner Freundin, kostet das nichts und damit tragen wir nichts zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mache ich es beim Friseur, ist das der gleiche Vorgang, der gleiche Ressourcenverbrauch, aber ich bezahle dafür was. Das heißt, dann habe ich was fürs Wachstum getan. Für mich ist entscheidend, dieser Indikator Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich irrelevant. Der gibt einen Vorgang an, wie viel Geld umgesetzt wird, der weder für Lebensqualität noch für den ökologischen Zustand einer Gesellschaft irgendetwas aussagt. Und da sind wir natürlich heute in der gesellschaftlichen Diskussion noch nicht so weit, dass man den Bruttoinlandsprodukt-Indikator für irrelevant erklärt. Das machen nur Ökologen. China hat erkannt, dass erneuerbare Energien Weltmärkte sind, auf denen man gutes Geld verdienen kann. Nicht nur Flachbildschirme, Computer, Videokameras, sondern eben auch Solarzellen und Windräder sind in China heute unter anderem auch deswegen hoch im Kurs. Und China wird die Energiewende, wird den Strukturwandel weitaus schneller schaffen als etwa die USA, wo man diese Sachen bis heute nicht verstanden hat. Ich denke, damit werden dann eben auch Beispiele gesetzt, die zeigen, dass Klimaschutz nicht immer nur ein Opfer ist, sondern im Gegenteil, dass dieser Strukturwandel erfolgreich sein kann. Und dass er nicht auf Kosten von Lebensqualität geht, dass er nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen geht, sondern dass er eine Chance ist, eine Perspektive wirken, für die sich zu kämpfen lohnt. Und ich glaube, wir als NGOs in Deutschland sind da gerade dran. Alles in allem kann man sagen, wir haben sicherlich viel erreicht, verglichen mit dem Rest der Welt.
Aber wir können immer noch besser werden, das will ich gar nicht bestreiten. 27% minus gegenüber 1990 ist nicht schlecht, aber wir könnten auch schon weitaus mehr reduziert haben. Du hast gesagt, wir brauchen ein Abkommen, und du hast sozusagen von der Idee eines Verbots, internationalen Verbots von Kohlekraftwerken gesprochen. Und da muss ich dann doch Jürgen zustimmen und sagen, dieses Abkommen wird es einfach nicht geben. Mag sein, dass wir das brauchen, aber wir wissen alle, dass Klimapolitik von dem unglaublichen Canyon, den es zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren gibt, bestimmt ist. Und wir können sagen, wir brauchen dieses Abkommen, wir werden es nicht finden. Wir werden es geben. Jürgen, es ist der 15. Klimagipfel. Ich bedauere dich da wirklich, das muss hart sein. Aber sozusagen, also ich glaube, noch mehr politische Energie da reinzustecken, ein gutes Abkommen da zu kriegen, wiederholt genau den Fehler der vielen NGOs, der Tick-Tick-Ticks und der Avasis und all der Leute, die gesagt haben, wir wollen ein faires, ambitioniertes und rechtsverbindliches Abkommen. Das können wir auch noch 15 weitere Jahre vor uns auf den Kopf stellen, wenn der, wie nannte es Jürgen, der globale wirtschaftliche Strukturwandel dadurch eintritt, dann wird es dieses Abkommen nicht geben, weil es war ja kein Zufall, dass es das Abkommen nicht gab, sondern es ging ja darum, dass Prozentpunkte Wirtschaftswachstum verhandelt wurden und niemand gesagt hat, wir werden einfach unser Wirtschaftswachstum reduzieren. Deswegen wird sich es auch bei COP16, COP17 nicht ändern.